What's up? Guten Morgen. Ja, wie man sieht, ich habe mich rasiert. Zwar nicht alles, weil dazu liebe ich sowas. Ganz machen wie mit Ziege. Habe ich mit meinem Friseur ein bisschen gescherzt gehabt, weißt du, so, der bleibt stehen. Den lasse ich jetzt halt mal züchten. Ja, aber ich mache keine Wetten. Das ist das halt. Das ist halt so ein oberstes Prinzip halt bei mir. Ich habe schon einiges durch, wo ich sagen kann, da war ich noch in Düsseldorf vorbewahrt gewesen. Und das gab es halt bei uns nicht so, diese Möglichkeiten halt in Spielhallen zu gehen, wo du halt Automaten hast, wo du Geld gewinnen kannst und so. Ich meine, sicher, hier und da gab es bestimmt auch die Möglichkeit, was zu machen. Aber ich war halt immer so ein Typ, das habe ich halt nicht gemacht. Ne? Und ja, Moment. Away from Keyboard. Ja, kurz weg vom Smartphone quasi. Ja, ich habe mir halt mein Lungenbrötchen geholt. Bitte nicht nachmachen. Wie gesagt, Rauchen ist ja gefährlich. Aber darüber wollte ich auch nicht reden. Ich wollte eigentlich halt jeden erstmal eine fröhliche Adventszeit wünschen. Ich habe gerade eben halt ein bisschen Kirche geschaut. Ich war in der Kirche quasi. Hab mir die Predigt angehört. Und da ging es auch halt darum, die Herzenstüren aufzumachen. Und da bin ich auch sehr dankbar dem lieben Gott oder den Priestern, dass die das Thema so gewählt haben. Das heißt natürlich halt unter uns Christen halt, wir machen weit auf die Türen. Und Jesus, der hat damals halt sich angeboten, ne, zu predigen. Das ist halt genauso, wie ich das halt ein bisschen mache. Ich lade höchstens nur ein. Entscheiden muss derjenige selber. Und das ist das halt. Ich möchte auch keinen halt überzeugen oder sowas. Ernst, so einer bin ich halt nicht. Ich möchte auch nicht mit jemandem. Ich meine, ich habe halt selber über das Thema Kirche, habe ich immer halt ein bisschen vermieden. Weil ich halt auch gesehen habe, dass es im Internet, also hier und da auf jeden Fall von einigen wird es gemacht. Die reden halt offen drüber. Und manche sind halt voll dagegen. So, und davon habe ich auch welche halt in der Liste halt drin und so. Und das ist das aber auch. Manche haben halt durch mich auch ein bisschen was gelernt. Und manche sind dadurch, haben sich auch ein bisschen gewandelt. Das ist das. Und das ist auch das, worum es, was gut ist. Ja. Es gab immer noch, es gibt verschiedene Themen, man kann nicht über alles reden. Das ist das halt. Ich meine, ich bin auch, ich gucke manchmal auch die Nachrichten und so weiter und bin dann auch halt ein bisschen fassungslos, auch über die Kriege, die am Laufen sind, oder auch über die Hungersnot und so weiter. Und dann fragt man sich natürlich auch, wieso ist das und so weiter und wieso kann der liebe Gott dann jetzt machen? Und ja, davon wurde halt auch schon gepredigt, das ist halt die Endzeit. Ja, und ich bin halt einer, ich bin, also neben mir könnte eine Bombe hochgehen, ich würde trotzdem halt ruhig bleiben und relaxen. Also ich würde dann auch vielleicht dann Polizei noch rufen oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber meistens bringt das auch nicht viel. Das wird meistens von anderen gemacht. Und das lasse ich dann auch weiterhin so machen, weil, weißt du, das ist das Problem, ich bin psychisch krank und damit bist du halt schon irgendwo abgestempelt. Manche können sich auch schnell nur so verteidigen, von wegen so, du bist krank, du verstehst das nicht, oder wenn halt ein Streit eskaliert oder so was, weißt du. Und das ist mir halt schon ein paar Mal schon passiert. Entweder hat man mir dann auch gesagt, ah, du feste Filme oder sonst was. Und das war dann auch heute ein Grund, wieso ich
keine Lust mehr hatte auf den Konsum, auf den Rausch und auf die Partys und so weiter. Das hat mir halt alles ein bisschen so verdorben. Und auf einer anderen Seite aber auch wiederum war das auch schön gewesen, als ich aufgehört habe. Und mich um andere Sachen kümmere, die wichtiger sind. Ja, als wie halt nur Party machen und sich sinnlos zu berauschen. Ich sag mal, ich habe das letztens schon gesagt gehabt in einem Video. Es ist immer noch irgendwo halt eine Art Medikament für manche. Ja, sei es der Alkohol, sei es das Cannabis. Und manche vertragen ja auch die Medikamente gar nicht. Das muss man ja auch berücksichtigen. Also bei mir ist es halt auch so, ich nehme halt, ich wurde halt auch auf verschiedene Medikamente eingestellt, wurden an mir ausprobiert, bis dann eins halt richtig passte. Aber ich habe halt auch mit Nebenwirkungen zu kämpfen und worüber ich aber auch nicht mehr großartig rede. Ich versuche halt, wie gesagt, mehr Liebe reinzubringen, ein bisschen aufzuklären. Und ja, vielleicht auch ein bisschen aufzuzeigen. Ja. Und dann habe ich aber auch halt gelernt, so in manchen Sachen halte ich mich lieber zurück. Gerade das, was Politik angeht und so weiter. Ich habe halt schon genug gemacht und ich finde, das reicht auch. Und da stehe ich nicht nur alleine da mit meiner Meinung. Nein, wenn ich das dann halt auch beobachte, was andere so im Netz machen, die kümmern sich auch nur um sich oder um andere und so ist das auch ein bisschen ganz gut. Ich finde, das ist gut aufgeteilt. Nichtsdestotrotz, manche Sachen darf man halt nicht vergessen. Und das ist halt auch genauso wie mit der Musik. Jetzt guck mal, ich könnte jetzt wieder ein Mixtape machen. Ich bräuchte nur mal bei mir auf der Liste zu gucken, auf Facebook. Was habe ich die letzten Tage gepostet? Darf man ein Mixtape machen? Aber das mache ich schon gar nicht mehr, weil es ist auch irgendwo, ich habe halt auch gelernt, dadurch, weil ich schon viele Mixtapes gemacht habe, das ist auch zur Sucht geworden irgendwo. Also es kann zur Sucht werden. Dann ist man für manche, steht man schon in Konkurrenz. Für manche, ja, wird man, ist man, also man wird dann beurteilt und so. Und manche Sachen, da habe ich einfach keine Lust mehr drauf, auf diese Beurteilung und so. Ich selbst habe auch angefangen, hier und da welche zu beurteilen, obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte. Das ist mir unbewusst geschehen. Und aber das brauchen auch manche. Manche brauchen die Kritik, manche brauchen das halt. Dem musst du sagen, so, pass auf, ich hätte das vielleicht an der Stelle so und so gemacht. Und ich glaube, da habe ich auch, also man muss wissen, wie man sich ausdrückt. Das ist ganz wichtig. Und dafür muss ich mir manchmal halt auch Zeit nehmen und das dann überlegen, wie ich was erkläre oder sowas. Und wenn ich dann manchmal halt, wie gesagt, so, das ist das auch bei Facebook so, dann ist man am Schreiben und dann wartet man ungeduldig, aber ich mache das halt nicht mehr, weißt du so. Ich mache halt immer das Fenster zu, kümmere mich dann wieder um was anderes oder guck weiter, lese weiter und warte einfach ab. Und das ist das halt, ich wurde halt auch in manchen Sachen. Halt, ich habe das halt gemerkt, also auch mit den Profilen und so weiter. Da sind einige drunter, wo ich mir vorstellen kann, das ist gar nicht das richtige Profil. Andere benutzen halt irgendwelche ja, Blumen oder Tiere. Und das ist auch halt, also wo ich halt auch gesagt habe, so auf eine Art ist das interessant, auf einer anderen Art. Es ist aber auch irgendwo, man weiß halt nie, wer da so dahinter steckt. Ja. Und es ist das halt, ich habe halt auch sehr viele Anschriften und so weiter und teilweise waren auch halt unseriöse Sachen dabei gewesen, wie mir hat jemand einen Kredit angeboten, also was heißt unseriös, aber ich würde halt niemals darauf eingehen. So, ich war aber einmal, steckte ja einmal in Schulden fest,
Ich habe halt dafür gearbeitet, ich habe halt dafür das alles abgezahlt und so weiter. Ich habe auch bin auch in Insolvenz gegangen, weil es sehr hoch war. Und mir wurde da vom Vaterstaat geholfen. Also du kannst sagen, was du willst. Vaterstaat ist irgendwie immer noch für uns da. Ich habe das letztens auch beim Freund gelesen im Posting. Guck mal, es gibt jetzt 50 € wieder mehr für Sozialhilfeempfänger und so weiter. Und du kannst sagen, was du willst. Also manche auch. Also es ist auf eine Art, es ist leicht gestellt, aber man muss auch gucken, was ist das für eine Lebensweise und so weiter, weißt du so. Ich konnte mir halt mehr erlauben, wo ich halt am Arbeiten war. Da hatte ich wenigstens noch mal ein Auto gehabt oder Motorrad und so. Und da ging einfach halt viel mehr, weißt du. Jetzt bin ich auch halt einer, ich bin halt in Rente. Ich kann mir halt nicht viel erlauben. Ich guck da auch, ich guck, drehe den Groschen auch zweimal rum. Und bin halt mit meinen Ansprüchen halt gesunken. Und einerseits ist das aber auch ganz gut, weil ich dadurch halt mehr gelernt habe zu leben und besser zu leben. Ja, also wie man es macht, jeder macht es so seine eigenen Erfahrungen. Und ich habe mich halt auch sehr gewandelt. Und ich bin halt nicht mehr so jemand, der. Ich meine, hier und da gebe ich gerne mal meinen Kommentar ab oder meinen Senf, aber manchmal spare ich mir das auch. Und lache ich halt drüber und ich mache Scroll weiter. Und das ist auch das Vernünftigste manchmal. Ja. Also wenn ich jemanden auf den Sack gegangen bin, dann tut es mir leid. Ja. Und ja, wie gesagt, ich will keinen bekehren. Ich will halt nur ein bisschen auch aufmerksam machen und jemanden versuchen, also euch halt in die richtige Richtung zu lenken. Und ja, ich finde schon Star Wars zeigt halt schon ganz gut halt, was ist so mit der dunklen Energie, mit der weißen und der schwarzen Magie, und gibt ja auch ein paar Serien oder Filme, die sind auch wunderbar gemacht. Die zeigen das gut auf. Und ich finde halt persönlich so, also ich musste auch erstmal so ein bisschen so hier und da mit der Wahrnehmung einfach halt erstmal so ein bisschen klarkommen. Ne? Aber es ist viel besser als wie vor ein paar Jahren oder vor ein paar Monaten. Es wird halt immer besser. Und ja, dafür danke ich heute dem Herrn. Ja, und ich habe jetzt auch kapiert, so manche beten halt zu Jesus Christus, manche beten halt zum lieben Gott direkt. Und ich glaube, das ist halt dieser Unterschied in der Religion. Und ich habe ja auch mal ein Bild gemacht gehabt, ein schönes Bild. Ja. Religion heißt nicht, wie man glaubt, sondern dass man glaubt. Also es ist nicht wichtig, wie man glaubt, sondern dass man glaubt, das ist wichtig. So, und jetzt natürlich, um die Adventszeit ein bisschen zu verschönern, hilft auch ein bisschen das Fernsehen, auch das Internet. Ich werde auch nachher wieder ein paar schöne Bilder hochladen. Oder was auf jeden Fall einstimmt zur Persönlichkeit. Ja, ich finde das halt auch sehr wichtig. Und dem Teufel wird in den Marsch getreten, ganz einfach. So wird das gemacht. Peace and over.